Ich habe in meinem Vorwort darauf hingewiesen, dass den Überlebenden immer wichtig war, zu beschreiben, was war, immer unter dem Aspekt, dass es wieder sein kann. Das ist kein historisch abgeschnittenes Kapitel, sondern das ist eine Situation, die sich wieder so entwickeln kann. Und genau deswegen soll man dieses Buch lesen, weil wir gefährdet sind. Peter Weidens Buch ist ein Vermächtnis seiner eigenen Erinnerungen und auch der Lebensumstände, in denen diese Erinnerungen zu ihm gekommen sind. Und das ist die Situation aller Überlebenden. Sie wollen der Welt schildern, was gewesen ist, und zwar die ganze Wahrheit und die ganzen Bedingungen, unter denen sie diese Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen ist dieses Buch so ungeheuer wertvoll, weil es einfach verschiedene Erlebnisberichte zusammenfügt und verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, wie man in Zeiten von Todesängsten und Verfolgung sein Leben leben kann und wie man danach versucht zu erklären, was mit mir selber und um mich herum und an anderen geschehen ist. Weiden war ein Profi. Er war ein gut ausgebildeter Journalist, der in Amerika seine ersten Erfahrungen gemacht hatte und der die Faktenlage beurteilen konnte. Er hat nach Fakten gesucht mit einem sehr heißen Herzen, weil er selber ein Betroffener war. Und Weiden hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er selber sucht. Er schreibt nicht ein Buch. Er sucht nach seinem Leben und er sucht nach dem Leben dieses Menschen, dieser Frau Stella, die ihm einmal nahe gewesen ist, als ein Mädchen in seiner Schule, als eine Kameradin, als eine, die unter den gleichen Belastungen gelebt hat wie er während der ersten Nazi-Jahre. Er hat sich um Verständlichkeit bemüht, indem er dargestellt hat, was geschehen ist. Er enthält sich ja jeder Beurteilung dessen, was sie tut. Es wird deutlich in dem, was er schildert, welche Grenzen sie überschreitet und in welche furchtbaren Abhängigkeiten sie hineingerät. Aber er entwickelt schon bei denen, die dieses Buch lesen werden, ein Gefühl dafür, wie gefährdet jeder Mensch ist, in einer Konfliktsituation die ihm schwierigste Entscheidung über das Leben nächster Personen abverlangt. Er entwickelt auch Verständnis dafür, wie das ist, wenn man gefallen möchte und gefallsüchtig ist, wenn man ein gutes Leben liebt und sich nicht verstecken möchte, wenn man die Bequemlichkeit vorzieht, dem Mangel und der Angst. Und dass er das hinbekommt, sodass es menschlich verständlich ist, das ist schon eine sehr große Leistung. Wir stehen nicht vorm Faschismus. Wir sind nicht ausgeliefert bösen Mächten im Moment. Aber wir sehen Gefährdungen, nicht nur in Deutschland, wir sehen Gefährdungen in Ungarn, in Frankreich, in vielen anderen Ländern, in den USA. Und Weidens Buch ist ein regelrechtes Kompendium, ein Straßenatlas in die Entsetzlichkeit von menschlichem Mord und menschlichen Möglichkeiten.